Da kannst du applaudieren. Ja. Wisst ihr noch, wer das war? Ist das nicht Pfarrer Lange, der sich für seinen Freund gegen die Nazis gewehrt hat? Ja, ich glaube schon. Der Freund wurde später sogar selig gesprochen. Wie er wohl war? Wo sind wir hier? Warum sieht alles so alt aus? Keine Ahnung. So alt bin ich doch gar nicht. Ihr seid im schönen B-Verbruch. Mein Name ist Pfarrer Adolf Langer und das ist mein Kaplan Gerhard Hirschfelder. Herzlich willkommen in B-Verbruch. Das kann doch gar nicht sein. Lass uns in die Kirche gehen, dort sind wir ungestört. Was haltet ihr jungen Menschen eigentlich von der Kirche? Wir sind selber aktiv und versuchen auch andere Jugendliche so mitmachen zu bewegen. Sehr lustig, gerade für heute von der rechten Seite kommt. Habt ihr nicht Lust, heute Abend in die Jugendmesse zu kommen? Ja, gerne. Wenn auf jeden Fall da sein. Sehr schön, ich freue mich drauf. Liebe Schwestern und Brüder, ich kann nicht anders, wenn ich sehe, was sich gegen die Kirche tut. Ich muss es einfach loswerden. Setzt euch vor euren Nächsten ein, so wie Christus es getan hat. Tut Gutes. Schützt andere vor den Nazis. Sie handeln nicht im Auftrag Christi. Verbreitet den christlichen Glauben und legt ihn in der Gesellschaft. Denn wenn ihr Jugend den Glauben aus dem Herz reißt, ist ein Verbrechen. Endlich sprechen Sie sich gegen unser Vaterland aus. Sie sind ein Verräter. Kommen Sie mit. Das kann nicht sein. Verlassen Sie sofort meine Kirche. Sind Sie wirklich in die Zeit gereist? Ja, der Kaplan hat recht. Wir müssen in dieser populistischen Welt jeden so annehmen und so leben, wie Christus es uns vorgelebt hat. Adolf Langer hat sich anscheinend sehr für seinen Freund eingesetzt, der später von den Nazis abgeführt und misshandelt wurde. Schade, dass diese Männer heute nicht mehr wirken. Solche Vorbilder brauchen wir heute auch noch. Jeder von uns kann ein Vorbild im Glauben sein. Auch du bist gefragt.